Ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich habe wieder einen tollen Gast eingeladen, wie jede Woche, eine ganz inspirierende Frau und hier, die auch gerne mal ein Bier trinkt, das sage ich jetzt mal direkt vorweg, aber jetzt gerade Tee. Hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Lilian Ruge ist seit über 16 Jahren Heilpraktikerin, Coach, Seminarleiterin und Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ihr Herzensanliegen ist es, Menschen zu motivieren, ihr Funktionieren aufzugeben, Masken fallen zu lassen und ihr ganz persönliches So-Sein zu leben. Wie schön. Ihr Mann sagt oft, der perfekte Titel für sie wäre vom Mauerblümchen zur Rampensau. Ah, ich liebe Rampensäue. Amazonas. Ihre ersten 20 bis 25 Lebensjahre von extremer Unsicherheit geprägt waren und es ein absoluter Albtraum für sie war, von Menschen zu sprechen und sich zu zeigen. Heute liebt sie, was sie tut und weitergibt und ihre gesamte Vergangenheit von tiefer Unsicherheit über Körpersymptome, Essstörungen mit Anfang 20, depressiven Phasen, du liebe Zeit. Und die intensive Auseinandersetzung mit den Themen Beziehung und Sexualität sind für sie als einzelne Situationen gewesen, an denen sie wachsen wollte. Ihr Motto ist bis heute, jetzt geht's los, da, wo ich Angst habe und mich das Leben echt fordert, da geht mein Weg hinein und hindurch. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich mich auch. Danke für die Einladung, Tobi. Sehr, sehr gern. Jetzt mit dem Bier anzustoßen wäre auch ganz nett. Also du trinkst gerade Tee. Was für Tee? Ich trinke gerade ganz schlichten Fencheltee. Okay, und davor schon ein paar Globulis reingehauen oder noch nicht? So als heute noch nicht. Heute noch nicht. Da bin ich beruhigt. Vom Mauerblümchen zur Rampensau. Bitte erzähl uns den Übergang. Also das finde ich ja immer spannend. Was war der Übergang, um vom Mauerblümchen zur Rampensau zu kommen? Jetzt ist für mich, ich muss gerade ein bisschen gucken, also wenn ich zu lange rede, musst du mich unterbrechen. Ich find erstmal alles spannend, wenn ich dann nachhake. Ich bin manchmal ein bisschen langsamer Denker, wenn ich was nicht verstehe, frage ich nach. Unbedingt, und das kenne ich übrigens auch gut, ja. Also ich bin tatsächlich als ganz kleines Baby und als kleines Mädchen extremst unsicher gewesen und so, dass wenn Leute um mich rum waren, ich eigentlich immer nur erstarrt bin. Also mein Körper hat dann nicht funktioniert. Als Baby schon? Ja, es war so, dass ich einfach sehr still war. Also als Baby kann ich dir ein Beispiel geben. Meine Mutter erzählt mir das bis heute noch. Es hat Situationen gegeben, dass ich so still war und so in mich gekehrt war und so zurückgezogen war, dass die Nachbarn öfter gefragt haben, ihr Baby schreit gar nicht, man hört die gar nicht, lebt die noch? So. Krass. Mhm. Das ist spannend. Ja. Ist natürlich, in Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Ne? Also ich habe ja auch zwei kleine Kinder, die sind ja auch im Babyalter schon komplett verschieden. Ne? Also das gibt's natürlich. Kinder, die schreien viel, andere wenig. Wie ist dann weitergegangen? Ja, hat es sich durch meine Kindheit durchgezogen und irgendwann kommt ja so dieses eigene Bewusstsein dazu, sich selber zu spüren und zu merken, ich bin so und andere sind irgendwie augenscheinlich anders, lebendiger, viel freier und dann kommt dieser Vergleich, weißt du, und dann kommt immer irgendwie so das Gefühl, ich wäre auch gerne so wie die und würde auch gerne so frei mich bewegen, rumschreien, tollen spielen und bei mir war das immer. Ich war dann auf Kindergeburtstagen eingeladen bei Freunden und ich stand tatsächlich am Anfang erstmal mindestens eine Stunde oder länger irgendwo in der Ecke und musste alles irgendwie abscannen und sortieren, während die anderen fröhlich... Zumindest warst du eingeladen, ne? Das ist ja schon mal was. eingeladen war ich tatsächlich immer. Ich bin zum Glück nicht gemobbt worden, irgendwie durch meine Andersartigkeit. Also da muss ich sagen, bin ich super dankbar, weil ich glaube, das hätte noch andere Spuren bei mir hinterlassen. Da habe ich echt Respekt vor. Ja. Du hast es gerade ganz spannend reflektiert. Also du warst diejenige, die erstmal von außen beobachtet hat, eher ruhig, schüchtern, als Kind schon nicht so laut geschrien. Wann hat dir denn jemand anders das erste Mal gespiegelt, dass du eher so bist? Weil wir haben ja ein Eigen- und ein Fremdbild. Mhm. Und das Fremdbild kommt ja meistens erst viel später. Also weil für dich war das ja alles normal. Also für dich ist es ja normal gewesen, erstmal zu gucken, zu reflektieren, nicht laut zu sein. Mhm. Aber es kommt ja irgendwann der Moment, wo du merkst, irgendwie sind die anderen anders.
Ich glaube schon, dass meine Eltern auch irgendwie gesehen haben, dass ich unsicher war, schüchtern war. Und irgendwie bekommt man das dann ja auch ein Stück weit gesagt. Also diesen exakten Übergang, wann, was, wo da an der Stelle stattgefunden hat, kann ich dir so gar nicht sagen. Aber dieses Bild immer um mich herum, diese freien, lebendigen Kinder zu sehen und ich da wirklich stocksteif irgendwo oder auch unter Mutters Rock versteckt oder so, wirklich, also ist jetzt nicht nur sinnbildlich. Und dann immer irgendwie zu merken, ja, warum macht mein Körper das nicht? Also warum, ich kann ihm sagen, ich will da raus, ich will auch so rumspringen, aber er macht das nicht, weißt du? Mhm. Und das hat dann schon auch wie den Geschmack, mit mir ist irgendwie was verkehrt. Mhm. Bist du dann irgendwann mal, keine Ahnung, zum Arzt oder Heilpraktiker mit deinen Eltern, die gesagt haben, was ist mit ihr? Oder wie ist das überhaupt dann weitergegangen? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Es hat den Punkt gegeben, Kindergartenzeit. Ich bin erstmal in ganz normalen staatlichen Kindergarten gekommen und da konnte meine Mutter mich augenscheinlich gar nicht lassen, also weil ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Das hat sie gemerkt, weil ich halt nur geweint habe und da nicht alleine sein wollte. Kenne ich. Ja. Wollte ich auch nicht. Das ist heute die schlimmste Zeit in meinem Leben, ist der Kindergarten. Ah, okay. Ja, furchtbar. Und dann war meine Mutter relativ ratlos und hat sich umgehört und hat dann herausgefunden, dass es ja auch einen Waldorf-Kindergarten gibt. Und dann ist sie mit mir dorthin und dann hatte ich dort das Glück, eine ganz liebe Kindergärtnerin zu haben, die sich irgendwie sehr gut einfühlen konnte und die, ich sag mal, Tricks angewendet hat, mit denen ich mich aber als Kind nicht verarscht gefühlt habe. Also man kann ja Tricks mit Kindern anwenden, wo die exakt spüren, das ist nur ein Trick und sie werden trotzdem alleine gelassen. Mhm. Und die gute Frau, die habe ich immer warm im Herzen bis heute, die hat tatsächlich es geschafft zu sagen, komm, du bist mal die nächste Stunde einfach bei mir auf dem Arm. Meine Mutter durfte anfangs da bleiben, die musste nicht weg. Das war für mich total toll. Und dann hat sie gesagt, es gibt jetzt Frühstück nachher, wir haben aber nichts mehr zum Frühstück. Deine Mutter muss jetzt mal für uns Müsli einkaufen gehen. Clever. Und die kommt auch wirklich wieder, weil wir brauchen ja ein Frühstück. Also es war dann für mich klar, das ist einfach nur eine bestimmte Zeit, wo sie weg ist. Und so hat sie dich quasi dran gewöhnt, ja, an die Situation. Ja. Bist du auch hinterher zur Waldorfschule gegangen oder nur auf dem Ja, ich bin ja auch Waldorf-Papa, ne? Also nicht Waldorf-Schüler. Und ich hab letztlich ein Gespräch mit meiner Mama geführt, das ist ganz spannend. Ich war ja auf 10 verschiedenen Schulen, weil ich nicht erziehbar war oder nicht, es war ganz schwer, mir was beizubringen. Und damals, 70er Jahre, Mitte der 80er, das gab es zwar, aber es gab kein Internet und selbst meine Mutter als Pädagogin wusste gar nicht, dass es diese alternativen Schulformen wirklich gibt oder sie waren nicht so en vogue. Und jetzt, ich bin halt begeisterter Waldorf-Papa, ne? Wie schön, ja. Ich möchte das nicht missen. Also ich bin sehr dankbar, weil ich glaube, mit meiner Art, wie ich damals so war, ist das für mich eine ganz große Hilfe gewesen. Und alles das von dieser Ganzheitlichkeit und der Natur und diesen ganzen natürlichen Dingen wie Instrumente spielen oder Ackerbau oder alles, was da so gemacht worden, das sind heute Sachen, wo ich wirklich sage, das sind für mich Ressourcen geworden. Ja, das verstehe ich. Kannst du mal für mich als Erwachsene Lilian jetzt, die kleine Lilian aus der Adlerperspektive beschreiben, also mit all dem, was du gelernt hast, du bist Coach, du bist Heilpraktikerin, du gibst Seminare, wie würdest du dieses Kind beschreiben und ich sag mal, wie würdest du mit ihr umgehen? Hat das diese Waldorf-Kindergärtnerin genau richtig gemacht oder gäbe es da noch Dinge, wo du sagst, da hätte noch jemand was tun können? Super spannende Frage. Also ich glaube, dass diese Kindergärtnerin ganz, ganz viel richtig gemacht hat. Und gleichzeitig gibt es aber, ich sag mal, die Welt hat halt viele Einflüsse. Es ist ja nicht nur der Kindergarten, es sind nicht nur die Eltern. Ich finde, dass für die Welt eines Kindes hier auf dieser Erde unglaublich wenig Platz ist mit der Fantasie, mit den Wahrnehmungen, die da sind. Also ich habe als Kind, und davon erobere ich mir gerade auch wieder ganz viel zurück, ich habe mich mit der Natur unterhalten. Also ich habe mich mit Tieren... Mein Sohn auch. Ja, lass ihm das um Himmels Willen. Ich finde das so wertvoll, weil da entsteht so viel Vertrauen. Ich hätte mir, also heute würde ich sagen, die kleine Lilian von damals hätte noch viel mehr gebraucht, Zuspruch an diesen Bereichen zu bekommen, wo sie Wahrnehmungen hat.
die Erwachsene meistens nicht mehr so haben. Also ich habe sowohl, sag mal, mit der Natur kommuniziert. Ich hatte, das ist ein ganz tolles Bild, also ich hatte so ein orangefarbenes Regencape. Und ja, wenn wir dann im Regen irgendwie mit der Familie spazieren gegangen sind, dann habe ich an den Bäumen und Büschen überall, wo ich Schnecken gefunden habe, die mit dem Schneckenhaus, die habe ich eingesammelt und an meinem Regencape was nasser rauf und runter laufen lassen. Und ich fand das einfach total herrlich, ja. Also so Das diese... heißt, man hätte sie noch ein wenig in ihrer Welt noch mehr lassen, fördern dürfen. Kann ich das so? Ja, und tatsächlich ihr in irgendeiner Form zu vermitteln, dass das was ganz Richtiges ist und was ganz Natürliches, was sie sich bewahren darf. Ja. Ja, eigentlich haben wir es ja nur verloren, ne? Also ich lerne natürlich durch meine Kinder immer ganz, ganz viel. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, da wir sehr viel reisen, haben wir immer gesagt, wir wollen keine Haustiere haben. Und jetzt gerade haben wir Küken bekommen vom Ach, wie Bauern. schön. Der hätte die sonst, you know what I mean, ne? Die überleben ja sonst nicht alle. Und dann haben wir die genommen. Und für mich ist es eine absolute Faszination, wie meine Kinder mit diesen Küken umgehen. Hätte ich nie gedacht. Auch, dass die sich wirklich so kümmern, weil sonst muss man immer anleiten, ne? Tu Ja. dies, tu jenes, jetzt Ja, ja, Gitarrenunterricht, also auch bei einem Waldorfkind, die machen das ja nicht alles von alleine, aber mit welcher Hingebung die das machen, wie verbunden Kinder mit dem Leben sind und mit der Natur, ne? Ja, total. Und das So, fasziniert mich übrigens so auch an dem pur. Waldorf-Konzept, genau das, was du gesagt hast, dass sie immer Ackerbau machen, ne? Und in diese Richtung gehen. Als du dann größer geworden bist, wie ist es dann bei dir weitergegangen in dieser Entwicklung? Es hat den Punkt gegeben, so als, wie alt war ich denn da? 16, 17. Da habe ich mich nach wie vor mit meiner ganzen Art und mit all dem, was so bei mir war, sehr unglücklich gefühlt. Dass ich mich, obwohl, und ich bin immer gemocht worden, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat miteinander, aber das war wirklich ein Glück. Ich habe mich immer wieder zurückgezogen. Ich bin in den Sommerferien nicht mit Freunden irgendwie weggefahren, obwohl ich hätte können. Und lauter so Geschichten. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe so viel gegen mich gekämpft. Also ich bin da sehr klar gewesen, weil ich habe gemerkt, ich habe mich gehasst dafür, wie ich bin. Und sich selber zu hassen heißt ja ein Stück, Genau, da will ich auch ja. mal kurz rein. Also dieses Gefühl von Hass, das ist ja ein sehr, sehr großes Wort. Ja. Kam das eher von außen oder war das eine innere Stimme? Weil du hast ja gesagt, du wurdest gemocht, du wurdest der liebende Das, Eltern. Das war ja. ja alles, das Außen war ja alles da. Und das, glaube ich, macht es auch so schwer, Ja. manchmal im Umgang mit Menschen, die so sind, wie du damals warst, oder? Also für außen auch so schwer. Total. Also also ich bin gemocht worden, ich bin unterstützt worden. Die Menschen haben einfach nur gesehen, da ist ein liebes Mädchen, keine Ahnung. So, die haben das, was in mir drinne war, haben die ja nicht gespürt. Aber du. Also diese Ablehnung, dieser Hass, dieses nicht mit mir sein wollen, das kam natürlich komplett nur von innen. Ja. Und das Witzige ist ja auch, du hast es sehr schön deutlich gemacht. Es kann von außen ganz viel Zuspruch kommen, wenn im Innen dieser Konflikt ist, ich bin nicht richtig und hier stimmt was mit mir nicht, dann kann das Außen noch so toll sein. Du fühlst das nicht. Kannst du dir ein Bild geben? Also von damals, war das einfach dunkel? War es brutal, um es greifbar zu machen für jemanden, der das noch nicht erlebt hat? War das wie ein Albtraum? Ja, es war schon, es hat den Geschmack von Albtraum gehabt und bildlich tatsächlich gibt es ein Bild, was ich heute noch weiß, wenn ich mit dem Schulbus zur Schule gefahren bin, obwohl es die Waldorfschule war. Ja, die hat aber nichts daran geändert, das war eine tolle Welt. Aber auf dem Weg, wenn der Schulbus gehalten hat an der Schule, mussten wir immer noch so ein Stück bis zur Schule dann vorlaufen und da hatte ich tatsächlich immer das Gefühl, ich habe wie so Ketten an den Füßen. Jeder Schritt war noch schwerer, weil ich wusste, jetzt muss ich wieder in diese Klasse mit diesen 40 Leuten, da musst du wieder vorne irgendwie, was weiß ich, was aufsagen oder dich melden. Mein Arm ist ja beim Melden nicht hochgegangen und solche Sachen. Es ist ja wirklich alles da, wo mehr als zwei Menschen waren, die mich angeschaut haben. Das bin ich einfach irgendwie versteinert. Meine Stimme ist weggegangen, alles das. Und es ist wirklich so dieses Bild gewesen. Es zieht und zerrt an mir und es ist irgendwie wie, ich will eigentlich gar nicht dahin gehen. Ja. Und du hast vorhin gesagt, du hast jetzt das zweite Mal gesagt, dass dein Körper quasi nicht darauf reagiert hat, was du wolltest, ne? Also du wolltest die Hand heben, aber er hat es einfach nicht getan. Und dann bist du ja auch noch obendrauf in eine Essstörung gekommen, ne? Und also die Depression, das kann ich jetzt nachvollziehen, oder diese Art der Depression, war die Essstörung die Konsequenz all dessen?
Zwischen der Essstörung und diesen depressiven Phasen und dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist noch mal einiges an Zeit verstrichen. Okay, das kam also später, ja? Das kam ein bisschen später. Also ich bin dann tatsächlich bis zur 12. Klasse in der Waldorfschule gewesen. Man macht ja dann in einem Jahr das Abi. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, damals war das so. Und ich habe dann gesagt, ich möchte ein Abi machen, aber ich werde das nicht hier in diesem alten Umfeld machen, weil ich gespürt habe, das alte Umfeld hat mich immer in dieser alten Rolle drin gehalten. Also sprich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das nicht hinkriege, sondern ich hatte das Gefühl, alle gucken auf mich und sehen in mir diese schüchterne Lilly von früher. Verstanden. Die immer so das hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe komplett da raus und ich bin dann weggezogen von zu Hause mit 19. Alleine. Ich habe zu der Zeit meinen ersten Freund kennengelernt, allerdings hat der noch woanders gewohnt. Ich habe das aber als Weg genutzt, so ein bisschen, sage ich mal, diesen Sprung dann wirklich zu machen. Und ich bin alleine rausgezogen, ja. Mhm. Was war denn der Traum der jungen Frau damals? Also auch wenn es düster war, waren ja Träume da. Was wolltest du mal machen? Ich hatte in mir immer die Sehnsucht von einer Freiheit, die damit zu tun hat, mich genauso frei, also dieses Gestikulieren, was ich jetzt hier mache, ja, dass hier eine klare, anständige Stimme rauskommt, dass ich einfach auftreten kann mit dem, was in mir ist und mich zeigen kann in der Welt, das ist immer meine tiefe Sehnsucht gewesen und immer mein Traum. Interessant. Das heißt, du bist dann ausgezogen, hattest einen Freund, bist in eine andere Stadt gezogen und dann kam irgendwann die Essstörung dazu, oder? Also heute kann ich sagen, damals habe ich es nicht verstanden. Ich habe es erst ja auch gemerkt, als ich letztlich mitten in dieser Sucht drin gesteckt habe, dass es einfach Konflikte gewesen sind, auch wieder sehr, ich sag mal, im privaten Bereich, sprich in meiner Familie und auch in der Beziehung. Und es sind beides so Themenbereiche gewesen, wo ich nicht den Mut hatte, klar für mich einzustehen und Position zu beziehen und einfach zu sagen, ey, ihr seid meine Familie, ihr seid mir wichtig, aber so geht das nicht. Oder hey, du bist mein Partner und hier laufen die und die Dinge, ich schätze dich, aber das geht so nicht. Und ich habe immer versucht, irgendwie bei diesen Konflikten mich da irgendwie so durchzuwurschteln, aber ich wollte immer Harmonie und ich wollte auch, dass das alles irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte meine Eltern und meinen Bruder behalten, ich wollte meinen Partner behalten und habe irgendwie versucht, mit diesem Druck klarzukommen. Und der Druck. Ja, zu funktionieren, das auszuhalten. Und ich habe irgendwann gemerkt, dieser Druck wurde zu hoch. Und dann war diese Essstörung tatsächlich auch ein Mittel, um diesen wahnsinnigen Druck, der von allen Seiten dann, also privat, einfach das Wichtigste in meinem Leben, den irgendwie kompensieren zu können. Ja. Lass mich dich nochmal fragen, dieselbe Frage wie vorhin, weil ich habe in meinem Umfeld natürlich Menschen auf meinen Seminaren, auch schon Junge bei der Masterclass Young Stars, wo mir die Eltern vorher schreiben, es ist übrigens nicht nur Mädchen, ne? Also wir haben ja immer dieses Bild, dass Essstörungen nur Mädchen haben. Das stimmt ja nicht. Also mehr als Jungs, aber es gibt auch viele Jungs, die dann schreiben so, du, das ist jetzt so unsere letzte Hoffnung. Und ich habe in meinem direkten Umfeld auch Leute, die darunter leiden. Was hätte damals jemand tun können? Oder gibt es nichts zu tun? Um mit dieser Essstörung umzugehen. Also du ist das eine, aber was hätten die anderen, Eltern, Geschwister, dein Freund, jemand, was hätte jemand tun können, was vielleicht geholfen hätte? Blöde Frage war ja nicht, aber... Also wenn jemand hätte was tun können, dann wäre es tatsächlich das gewesen, mehr Interesse für das, was eigentlich meine Position ist. Also sprich, Tochter in der Familie oder Schwester an der Stelle oder auch Partnerin. Und nicht so sehr nur die eigenen Probleme, um die sich alles gedreht hat. Mhm. Und ich, also mich dann quasi zu sehen als ein Rad, was sowieso immer lieb ist und überall mit funktioniert. Okay. Das heißt, also in dieser Konstellation Freundin, Tochter, Schwester, hätte man dich in dieser Rolle nochmal anders ansprechen müssen in der Verantwortung dir gegenüber, in der, habe ich es richtig verstanden? Ja, so das Bild, weißt du, mich als vollwertigeren Menschen zu sehen. Ja, ich bin zu der Zeit einfach das liebe Mädchen gewesen, die viel funktioniert hat. Und gleichzeitig, wenn es etwas gegeben hätte, was mir tatsächlich geholfen hätte, wäre es, mich in dem Bild der erwachsenen Frau, die genauso berechtigt ist. Und so eine Frage, was sagst du denn dazu? Was ist deine Meinung? Sowas? Genau. Dass man nicht in so eine Rolle gesteckt wird, so wir müssen uns jetzt um die kümmern.
so die funktioniert hier mit und also nicht in dieser Opferrolle zu nehmen auch, ne? Ja, weißt du, wenn Menschen aus dem nahen Umfeld, Familie und so weiter sehr mit sich und ihrem Drama beschäftigt sind, dann ist natürlich der Fokus mehr auf sich und das Drama. Und dass es da noch außen Menschen gibt, die das mitbetrifft, die auch einfach in dieses Rad mit reingehören, in diese ganze Konstellation, nehmen wir jetzt einfach mal die Konstellation Familie. Das hat mir, aus meiner heutigen Sicht, wenn ich so sagen würde, natürlich würde ich persönlich heute mit den Dingen auch anders umgehen. Das ist auch klar. Ja, dein älteres Ich, ne? Hast du damals denn Hilfe in Anspruch genommen, professionelle? Ja. Ja, also ich bin an einem Punkt gewesen, wo tatsächlich Hilfe nötig war, weil ich da so reingerast bin, dass es wirklich, dass das Wort Sucht tut's direkt beschreiben. Also es ging gar nichts anderes mehr und mein Körper war sehr krank. Also ich habe durch Bulimie und Magersucht tatsächlich es geschafft, meinen Körper immer wieder sehr auszumergeln und einfach ihm jede Kraft auch zu rauben. Und es gab wirklich den Punkt, dass mir dann auch klar war, ich möchte da raus, aber ich schaffe das nicht alleine. Und von außen wurde mir dann zugetragen, geh in eine Klinik. Und ich hatte mir aber gerade, weil ich war ja von zu Hause weggezogen, um in meine Größe reinzuwachsen, in mein Leben reinzuwachsen. Und ich wusste, wenn ich jetzt an dem Punkt, 1,5, 2 Jahre später, in eine Klinik gehe und da womöglich ein halbes Jahr oder noch länger bin, dann finde ich diesen Weg in mein gerade erworbenes neues Ich und in mein gerade neues erworbenes Leben nicht wirklich einfach zurück. Da war ich sehr klar. Okay. Und dann, ja, das klingt alles sehr reflektiert auch in diesem Moment, ne? Also es war zwar diese Dunkelheit da, aber du hast ja viele bewusste Entscheidungen getroffen. Das ist erstaunlich, ja. Mhm. Das merke ich auch, wenn ich mit dir drüber spreche, nochmal wieder ganz deutlich. Es hat trotz all dem Schmerz und trotz all den Problemen immer etwas in mir gegeben, was gewusst hat, was ich will und wo es hingeht für mich. Ja. Und jetzt gibt es ja diese Sätze, die wir alle in Büchern lesen, so du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Du kommst jetzt in so eine Klinik, da sind jetzt erstmal alle oder viele mit einer Essstörung oder mit irgendwas. Wie war das für dich? War das eher ein, oh, ich bin nicht alleine, oder hat dich das dort dann weiter runtergezogen? Ich habe ja dann tatsächlich die Entscheidung getroffen, nicht in eine Klinik zu gehen. Okay. Also es wurde mir es wurde mir angeraten, weil natürlich auch, ich sag mal, einfach viel Angst und Sorge um mich war, so. Und ich habe dann gesagt, ich mache das nicht, ich suche mir ambulant eine Therapeutin. Okay. Und das habe ich gemacht. Das hat zwar dann tatsächlich über ein Jahr gebraucht, bis ich die passende Person gefunden habe, weil mir war ganz klar, wenn ich mir Hilfe von außen hole, dann muss das eine Person sein, zu der ich Vertrauen habe, wo ich mich wirklich öffnen kann. Das muss passen. Das kann nicht die nächstbeste Therapeutin sein. Wie lange hat es gedauert, bis du das wieder in den Griff bekommen hast? Ich habe diese Therapie tatsächlich 3 Jahre gemacht, jede Woche. Und ich wusste aber natürlich auch, dass eine Therapeutin, wo ich einmal die Woche eine Stunde oder 90 Minuten oder so hatte, dass das nicht das ist, was mir im Alltag, also da ist ja der Umgang mit Essen, von Essen bin ich abhängig, ja, und so. Also die Hauptarbeit lag bei mir. Und auch das wieder sehr reflektiert, ne? Ja, ich war gezwungen. Ich wollte ein gutes Leben. Ich wollte frei sein. Ich wollte da raus. Das war für mich, also ich habe immer irgendwie diesen, obwohl ich wirklich erschöpft war oder krank war oder was da auch immer alles gewesen ist, aber diesen Willen hat es immer in mir gegeben. Super spannend. Als es dann da vorbei war mit der Essstörung, wie kann ich mir vorstellen, geht man dann ins normale Leben zurück oder begleitet einen das für immer? Ich frage das auch deshalb, weil ich, wie gesagt, Menschen in meinem Umfeld habe. Ist das etwas, was das Leben lang dann da ist und reguliert werden muss? Oder ist das etwas, was dann irgendwann abgehakt ist? Also erstmal kann man ja nicht sagen, dass man aus diesem Thema natürlich von jetzt auf gleich raus ist, ne? Das ist einfach ein schleichender Prozess, insbesondere natürlich, was Essstörungen anbetrifft, weil es eben um Essen geht, so, und einem das täglich begegnet. Mir hat tatsächlich das Thema Achtsamkeit super, super viel geholfen. Und der Übergang ist, der hat einfach Jahre gebraucht. Also wenn ich heute drauf schaue, weiß ich, dass dieses ganze Thema 8 Jahre in meinem Leben war. Wobei die letzten Jahre natürlich nicht mehr die Jahre waren, wo ich jeden Tag süchtig war oder so. Aber immer wenn Stressmomente kamen, gab es eben auch wieder Rückfälle. So. Mhm. Und damit klarzukommen und da auch einfach immer wieder aufzustehen und zu sagen, es geht irgendwo weiter, ist sehr wichtig. Und, ist es heute noch präsent? Also wenn du jetzt irgendwo bist, ist es
musst du an Tools drangehen oder ist es mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst? Also ich denke nicht mehr drüber nach in der Form, als dass ich genießen kann und mich sowohl gesund als auch ungesund ernähren kann und mich da wirklich sehr frei fühle. Du hattest eben noch was gefragt, auch in Bezug auf die Menschen, die in deinem Umfeld sind. Ja. Also ich finde es unglaublich wertvoll, sich an der Stelle den Mut zu haben, sich wirklich Unterstützung zu suchen und sich Unterstützung zu suchen, die, wo es sich wirklich von innen heraus stimmig anfühlt, wo man das Gefühl hat, eine Person vor sich sitzen zu haben, die nicht tolle Ratschläge hat und am besten eine, die wo wirklich, also ich sag mal, im allerbesten Fall wäre natürlich wirklich jemand, der das vielleicht selber mal gehabt hat. Klar. Und es komplett nachfühlen kann. Ich habe das am Anfang oft erlebt, dass ich da Therapeuten vor mir sitzen hatte, die so, das hat sich so technisch angefühlt. Da habe ich gesagt, die haben gar keine Ahnung. Die haben das gelernt, ne? Ja. Ja. Kannst du einen Teil davon, ist vielleicht eine provokative Frage, auch als Geschenk ansehen, weil du jetzt dafür so vielen anderen helfen kannst? Ich finde heute muss ich sagen, dass das eine Ressource für mich ist. Nicht nur, weil ich andere verstehe und ihnen da auch behilflich sein kann oder einfach eine gute Unterstützung, eine verständnisvolle Unterstützung sein kann. Heute muss ich sagen, ich habe aus dieser Zeit so viel gelernt, was Umgang mit Druck, mit Ansprüchen von anderen, mit mir selber, mit dem Umgang mit mir selber und alles das. Es hört sich komisch an, wenn ich sage, ich möchte das nicht missen, weil es echt eine harte Zeit war, aber wir verstehen unser Leben ja immer nur im Rückspiegel, ne? Das ist ja genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt als Coach, als Trainerin, also als Rampensau, zu dem Punkt kommen wir ja gleich noch, dass jemand natürlich sofort eine sehr tiefe Bindung aufbauen kann, weil eben nicht immer alles perfekt gelaufen ist. Ne? Ich glaube auch, ich kriege das oft erst Monate später auch gespiegelt von Leuten, die dann sagen, du Tobi, ich höre dir zu, weil ich weiß, dass diese Sektennummer, die dir damals passiert ist, wo du nicht handeln konntest, wo andere über dich und deinen Körper auch bestimmt haben, wenn du irgendwo eingesperrt worden bist. Ich bin deshalb gekommen, nicht wegen deiner tollen Bücher oder wegen der Inhalte, sondern weil es da eben eine Resonanz gibt. Genau. Wo Menschen sagen, ah, okay, der hat auch sowas erlebt, eben nicht nur technische Ratschläge. Ja. Das macht uns menschlich und es verbindet uns. Ja. Wie ist denn der Sprung zur Rampensau dann gekommen? Der ist dann noch ein Stück später, wobei ich sagen muss, den Vorbau habe ich natürlich in den Jahren, wo ich dann ausgezogen war und mich ausprobiert habe im Leben. Da sind ganz viele Aspekte von, ich knüpfe da nochmal ganz kurz an, weil ich als in dem Moment, wo ich weggezogen bin, habe ich tatsächlich auch entschieden, ich kann nicht mehr nur gegen mich angehen und mich schlecht gehen, sondern ich muss mich mitnehmen. Also entweder funktioniert das Leben, was ich mir wünsche, indem ich mich mitnehme. Ein toller Satz, ich muss mich mitnehmen. Ja. Den schreibe ich mir auf. Das ist ein toller Real Talk. Ja. Ich muss mich mitnehmen. Auch jetzt gerade in dieser Situation, die wir erleben. Ne? Mhm. Ich muss mich mitnehmen. Ja. Unbedingt. Und mich nicht vergessen dabei. Toller Unbedingt. Satz, danke dafür. Ja. Das war mein Entschluss. Ich habe einfach gemerkt, ich bin so, wie ich halt bin und entweder nehme ich mich mit und wenn ich mich nicht mitnehme, brauche ich eigentlich auch diesen Sprung gar nicht machen, wegzuziehen. Und ich habe mich mitgenommen. Bewusst. Bewusst, ja. Mhm. Ja. Das heißt, sich mitnehmen heißt ja wirklich, sich so mitzunehmen oder sich so anzunehmen mit all den Facetten, die man hat. Mhm. Und auch vielleicht mit dieser Idee, da sind Aspekte von mir, die ich nicht so toll finde, wo ich nicht so viel mit anzufangen weiß und wo ich auch gar nicht weiß, warum der liebe Gott mir die mitgegeben hat. Aber vielleicht gibt es doch an diesen Punkten irgendwo Qualitäten und diese Qualitäten entdecken zu wollen. Toll. Ja. Bist du irgendwann auf der Reise dann mal in diese Self-Development-Schiene reingekommen? Hast du mal Seminare selber besucht oder hast du dir das quasi alles selber angeeignet? Also jetzt so eine Heilpraktiker-Ausbildung, klar, verstehe ich, aber hast du irgendwann mal angefangen, in dieser Welt auch zu gucken oder nicht?
Ich habe in meinem ganzen Leben unfassbar viele Fortbildungen, Seminare und alles Mögliche gemacht. Das ging insbesondere los, nachdem ich dann Heilpraktikerin war. Und mich haben jetzt nicht nur Kügelchen interessiert, sondern mich hat wirklich die ganze Bandbreite von Gesundheit, Menschheit und Psyche interessiert. Und da bin ich wirklich, ich hab viele, viele Ordner voll mit Zertifikaten, wo ich heute oft schmunzeln muss und mir denke, was soll ich damit? Das ist oft mit Zertifikaten so. Ja. Das Deutsch, aber, sehr deutsch übrigens. Ne? Ich mach das mal, man weiß es nie. Ne? Naja, ich sag mal, aus all diesen vielen Fortbildungen und Dingen, die ich gemacht habe, habe ich mir natürlich, sag mal so, die Puzzlesteine und die besten Stücke einfach rausgenommen und bin damit dann jeweils weitergegangen. Wobei die persönlichen Dinge, also sprich Essstörungen, Unsicherheit, dunkle Phasen, also Depri-Phasen und alles das, wo man sagen kann, das sind wie so Abstürze, die haben mich tatsächlich mehr gelehrt als all diese Fortbildungen. Ja. Toller Satz. Und das ist halt das, was ich so vielen jungen Menschen auch sage. Ich sage nicht, sammel schlimme Erfahrungen in deinem Leben, aber ich sage halt immer, bevor du Rampensau wirst, weil es will ja auch gerade irgendwie jeder Trainer, Coach, Speaker und Berater werden, und da bin ich Kläger und Richter gleichzeitig, weil ich bilde ja auch noch Leute aus, sage ich zu jedem, mach erstmal ein Proof of Concept. Erstmal einen Keller ausheben, erstmal auf den Berg laufen, bevor du anderen Leuten zeigen willst, wie man auf den Berg läuft. Genau, ja. Bin ich ganz bei dir. Aber es muss ja nicht auf der dunklen Seite sein. Es kann ja, also bei was Schlimmem, was passiert, es kann ja auch sein, dass du, keine Ahnung, 2 Jahre in einem Kinderheim gearbeitet hast und dort, also es ist nur wichtig, etwas getan zu haben, anstatt nur das Zertifikat. Ne? Ja, einfach auch neue Erfahrungen machen. Ja. Hast du irgendwann diesen bewussten Schritt nach außen gewählt? Also ich gehe jetzt auf die Bühne, weil das begann ja schon früh. Also dieses Wollen war ja anscheinend schon ganz, ganz früh da bei dir. Da hatte der Körper nur noch nicht mitgemacht. Also angefangen hat es dann tatsächlich, nachdem ich meine Heilpraktikerausbildung fertig gemacht habe und meine erste Praxis aufgemacht habe. Also ich alleine selbstständig, das heißt, ich muss mich zeigen. Also das war auch wieder wie so ein, ich will das machen, aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig wie, und ich hatte natürlich auch eine Heidenangst davor. Und das waren so die ersten Dinge, wo ich auch mit Tag der offenen Tür und dann kommt die Zeitung und also das waren so die ganz, ganz ersten Dinge, und wo ich schon noch gemerkt habe, wie dieser alte Kampf in mir auch noch wieder da war. Boah, jetzt wirst du da in diesem Ort, wo du da bist, wirst du im Grunde von allen so gesehen. Und ich bin aber immer wieder an diesem, du hast das so schön anmoderiert, auch gesagt, da wo die Angst ist, da ist mein Weg. Ich habe immer dies gespürt, dass ich das möchte, und ich habe mich diesen Herausforderungen einfach immer wieder gestellt. Es gibt ein Aber dabei, das möchte ich ganz kurz sagen. Das ist der Satz, der dir so gut gefällt. Ich habe mich mitgenommen. Das heißt, ich habe dieses Bewusstsein dafür entwickelt, dass es diese Unsicherheit in mir gibt und dass, wenn ich die wegdrücken will, wenn ich die, wenn ich so tue, als wäre die nicht da, dann funktioniert das nicht. Und es hat eine Konsequenz. Es hat definitiv eine Konsequenz, weil es einfach etwas ist, was an jeder Stelle, es lässt sich nicht wegdrücken. Also wenn du kannst es eine Zeit lang einfach in dir runterdrücken, aber viele kennen das durch Symptome zum Beispiel. Irgendwann kommen einfach irgendwelche Dinge hoch, die du dann nicht mehr regulieren kannst. Und für mich war immer wieder klar, ich möchte raus, aber ich finde immer wieder neue Wege, dass ich mich komplett mitnehmen kann und mich auch zeigen kann mit der Unsicherheit und mit den Dingen, die da sind, weil das macht mich vollständig. Ja. Das ist natürlich auch ein Geschenk, das so beurteilen zu können. Ne? Mhm. Also es macht mich vollständig, das bin ich. Ja. Da muss ich natürlich im Leben erstmal hinkommen. Also was ich bemerkenswert finde, ist, dass du diese Dinge, wie auch der Tag der offenen Tür, sich selbstständig machen, allein das ist ja für Menschen schon ein Riesenschritt. Ne? Und dass du dich da halt immer mitgenommen hast und so guckst, so okay, ja, habe ich hinbekommen. Okay, nächster Schritt, langsam. Mhm. Ne? Weil ich glaube, viele nehmen sich eben nicht mit. Deshalb finde ich diesen Weg so, deshalb finde ich diesen Satz so toll. Ich glaube, dass viele aufgrund des Status, aufgrund, was denken meine Eltern, ich muss jetzt was machen, machen sie Dinge, aber nehmen sich eben nicht mit. Ja, exakt. Exakt. Total wertvoll. Dennoch der Schritt zur Rampensau, das ist ja nochmal ein Unterschied. Also Heilpraktikerin sein, eine eigene Praxis zu haben, aber sich dann wirklich nackt zu machen, sich zu zeigen vor anderen, anderen das Wissen weiterzugeben, größeren Gruppen, Reichweite aufbauen. Das ist ja nochmal ein Riesenschritt. Wie hast du dich damit genommen?
Das ist super, das ist echt, das passt so schön zusammen. Ja, ich habe vor etwas über 10 Jahren meinen Partner kennengelernt, meinen Mann kennengelernt. Und er hat früher schon Seminare gegeben, ist Heilpraktiker für Psychotherapie. Und ich war damals einfach nur Heilpraktikerin. Und wir haben aber gemerkt, in den Gesprächen und in den Dingen, die zwischen uns waren, ist so viel, was gemeinsam etwas Größeres ergibt, dass wir dann entschieden haben, dass wir zusammenarbeiten wollen und auch zusammen Seminare machen wollten. Ah, ihr macht das gemeinsam, okay. Einen Teil machen wir gemeinsam. Mittlerweile mache ich ja mit den Frauen auch alleine Seminare. Aber dieser Punkt ist damals gewesen, ich hatte noch nie Seminare gegeben. Und er hat in mir diese Qualität aber gesehen, was ich wirklich in mir trage und was ich zu geben habe. Und dann haben wir hier ein sehr, sehr großes Haus, wo wir auch einen großen Gruppenraum haben, wo wir dann hier die ersten Seminare gegeben haben, habe ich die Komfortzone gehabt und muss wirklich sagen, da habe ich bei meinem Partner auch einen Platz gehabt. Das ist echt wow. Er hat gesagt, er ist Seminarleiter und ich bin Seminarleiterin und hat mir die Möglichkeit gegeben, die ersten Seminare hier dabei zu sein. Und ich habe es nicht geschafft, auch nur ein Wort zu sagen. Und das war für ihn hat okay. Hat also auch ein bisschen gedauert, ne? Es hat gedauert. Und es war für ihn so okay, dass ich da einfach mit dabei bin, aber nichts muss. Und ich habe mich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, immer wieder daran erinnert, wie mein Weg funktioniert, nämlich mich mitzunehmen. Und habe dann etwas gemacht, was wirklich witzig ist, aber es hat funktioniert. Wenn ich was sagen konnte, weil ich habe gemerkt, wie viel ich wissen und ich wollte teilen. Und dann habe ich den Mut gehabt, mal einfach irgendwo ein Part irgendwie was zu machen und was zu sagen. Mhm. Und dann waren diese 4-5 Tage waren dann rum und dann habe ich hinterher reflektiert und habe gedacht, okay, in 4-5 Tagen hast du jetzt an einer Stelle einmal etwas gesagt. Man könnte sich jetzt ja hinstellen und sich dafür super schlecht machen und sagen, so peinlich, du hast in diesen 4 Tagen nur einmal was kurz gesagt. Einen Satz gesagt. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich bin aufgestanden und ich habe mich gefeiert dafür. Toll. Ich bin vor meinem Mann rumgesprungen und habe gesagt, Yippie, ich habe einen Satz gesagt. Ich habe was gesagt. Ja. Und ich habe es jedem erzählt und ich habe es allen 10-mal erzählt und ich war einfach monsterglücklich darüber. Und das hat mir die Brücke gegeben, bei jedem Seminar, was hier stattgefunden hat, etwas mehr zu sagen und etwas mehr zu machen. Ich finde es so toll, weil eben jeder in seiner Geschwindigkeit, ne? Also ich merke das bei der Public Speaking Academy immer, dass da gibt es halt Leute, die sind halt so für die Bühne geboren. Ja. Und die können diesen Teil ganz gut. Und dann gibt es Menschen, die haben eine Story, wo du ab Sekunde 1 Gänsehaut bekommst und die brauchen halt ein bisschen, um aus ihrer Muschel rauszukommen. Ne? Aber wenn diese Muschel sich geöffnet hat, dann ist da halt echt so diese fette Perle drin, die, und da bin ich auch ganz ehrlich, demjenigen, der das aus Show macht, also nicht nur aus Show, aber der das einfach gut kann, das Reden, oft komplett in den Schatten stellt, weil wenn die Muschel sich dann öffnet und sich wirklich traut, in voller Größe etwas zu sagen, das sind immer so diese Gänsehautmomente. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Woher hast du dir das Didaktische beigebracht, um Seminare zu geben? Also das eine ist ja das, das Coaching oder die Tools und das ganze Marketing dahinter und so. Das habt ihr dann gemeinsam gemacht? Also ich muss sagen, dass vieles aus mir selber herausgekommen ist, wenn ich mit Leuten gesprochen habe. Es hat einen ganz wichtigen Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, die ersten Male, wo ich vor Menschen gesprochen habe, war ich noch sehr mit mir selber beschäftigt, mit meiner Unsicherheit, wie komme ich an und wie wirke ich und wie sage ich es jetzt am besten und so. Da habe ich dann aber auch selber gespürt, ich bin gar nicht so verbunden mit denen ich da kommuniziert habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es langsam dahin gewachsen ist, dass ich es mehr nicht für mich und aus meiner Unsicherheit raus sagen wollte, sondern vielmehr, weil ich die Menschen berühren wollte, weil ich sie spüren wollte, wenn ich etwas sage. Es kommt dieser eine Schritt, wo es für die ist. Genau, ja. Und Das ist, ich sag mal, von den Inhalten her ist einfach vieles durch mein Leben, durch meine Fortbildung, durch alles das irgendwo da gewesen. Aber dieses da so sein können, das ist wirklich in Schritten. Und ich glaube, dass es so wertvoll ist für jeden Menschen, der auf
diesen Weg gerne auch möchte und der sich aber viel so unsicher und gehemmt fühlt, bevor man wirklich so das Ding einfach auf die Seite schmeißt und sagt, das ist vielleicht einfach nicht das, wofür ich hier auf der Welt bin, sich wirklich, es lohnt sich so, sich die Zeit zu geben, die du für dich brauchst. Ja, also es gibt die Schnellen. Und ich meine, mein Mann ist auch, der ist einfach auch das Rennpferd bei uns, wenn es um Bühne und um, was weiß ich, Unterhalten und sowas alles geht. Und dann wirklich einfach auch zu merken, ich habe andere Qualitäten. Das und braucht die brauchen, Yin und Yang, ne? Ja, und die brauchen halt einfach ein bisschen und dass das auch okay ist und die Wertigkeit darin zu finden. Ja. Ganz toll. Du hast, warst du lieb und hast im Vorfeld noch ein Angebot für einen Online-Kurs bei dir uns gegeben. Magst du kurz über den Kurs reden? Für wen ist der? Mhm. Was kann ich mitnehmen und was ist das Angebot? Der Kurs ist ein Kurs, wir haben das Embodiment jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist jetzt letztlich, wie lange mache ich das jetzt schon? Die letzten 6 Jahre ungefähr. Das Embodiment hat mir noch den letzten Stoß gegeben in mich körperlich noch mehr wohler zu fühlen, mich noch sicherer zu fühlen mit dem, wie ich auftrete oder wie ich bin. In meinem privaten Leben, in meinem beruflichen Leben, ist ganz egal. Erklär mir kurz, also im Englisch verstehe ich Embodiment, im Körperbewusstsein sein, in den Körper kommen oder was kann ich mir vorstellen? Also ja, so wie du es übersetzt oder auch Verkörperung. Mhm. Und da geht es letztlich darum, Embodiment sind ganz leichte Körperübungen, die beispielsweise Kinder, man sieht das im Tierreich, ein Hund, wenn er sich erschrocken hat, der schüttelt sich und dann ist wieder alles gut. Mhm. Kinder, wenn die irgendwas doof finden, die pumpen ein bisschen rum, stampfen oder ja, machen irgendwas so die ganz impulsiv. Genau, genau. Und es ist ja letztlich so, dass alle Emotionen, die in uns da sind, das kann man sich vorstellen wie einfach so energetische Wellen. Also jede Form der Emotion ist auch unsere Lebensenergie. Sie hat einfach nur eine andere Wellenform. Und wenn wir jetzt mit Ängsten, mit Scham, mit Unsicherheit, mit diesen Themen einfach zu tun haben, dann taucht in Momenten, wo wir zum Beispiel voller Scham sind, dann taucht diese Scham in uns auf und ein erwachsener Mensch presst die weg. Das heißt, er drückt aber auch seine Lebensenergie runter und klar, wird an den Stellen einfach sehr eng und sehr fest und unlebendig. Taub fast, ne? Taub. Irgendwann ist es dann halt weg, ne? Also wenn wir es zu oft machen, dann ist es schwer, wieder hochzuholen. Ja, ja. Hm. Und Embodiment sorgt einfach dafür, wenn man das regelmäßig praktiziert. Ich liebe das, also bei mir gibt es keinen Tag mehr ohne Embodiment. Kannst du mir mal ein Beispiel geben? Also was ist eine Übung, die jetzt jemand machen könnte im Auto oder im Flugzeug oder wo er das hier gerade hört? Okay, die im Flugzeug sitzen, bitte nehmt das jetzt nicht zu ernst, weil ich weiß noch nicht, was kommt. Also es ist, man braucht da, ich sag mal, wenn man es in der Öffentlichkeit macht und nicht gewohnt ist, braucht man schon ein bisschen Mut. Also was auf jeden Fall der Körper immer braucht, wenn man merkt, dass man irgendwas in sich runterhält, irgendwie emotional in sich gefangen ist oder so, dann braucht der Körper eine Form von Ausdruck, entweder über Körperbewegung, über Atem oder über Stimme. So, und das heißt jetzt, dass Kinder, du kennst das ja, zum Beispiel ein Kind steht da und schlenkert einfach so mit den Armen in der Gegend rum. Ja, ja, sagen die Eltern immer, steh gerade, ne? Steh still oder irgendwie sowas, das macht man nicht. Solche Sachen, genau. Ja. Schade eigentlich, dass wir das sagen, ne? Total, aber es geht ja mit Geräuschen auch so. Weißt du, ein Kind, was doof findet, das ist dann einfach da und macht, bläh, will ich nicht. Ne? Mhm. Und wir Erwachsenen, wir lassen es drin. Mhm. Und das muss ja irgendwo hin. Es muss irgendwo hin. Also wenn du im Flieger gerade bist oder wenn du im Auto bist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, ich sag mal, zumindest kleinere Bewegungen zu machen. Was ich immer sehr schön finde, ist im Auto oder sowas, wenn man was richtig doof gerade findet, entweder laute Geräusche zu machen, die so motzig sind, auch wilde Geräusche, also die jetzt gar nicht unbedingt so die typischen Schimpfworte sind, sondern einfach irgendwas, was gerade so aus der Kehle rauskommt. Der Urschrei. Ja, why not? Ja, es muss halt raus, ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Übersetzung ist, es muss halt einfach raus. Es muss raus, unbedingt, ja. Und dann gibt es die Geschichte, man kann einfach Grimassen ziehen, ja, einfach das ganze Gesicht arbeiten lassen, zum Beispiel sowas wie Wut sitzt ja viel hier, ja, sitzt viel hier im Körper, einfach mal hässlich sein, das ist auch für Frauen was ganz Tolles, mal richtig Grimassen zu machen und einfach mal so richtig hässlich zu sein, die Zunge weit raus zu strecken, die Zähne zu fletschen, solche Sachen. Wie gesagt, also sowas, wenn man das die ersten Mal in der Öffentlichkeit macht, braucht man ein bisschen Mut, aber es gibt ja im Flieger auch eine Toilette, wo man mal kurz verschwinden kann. Da kann man auch mal stampfen, weißt du, da kannst du auch mal eine Faust ballen. Ja. Das sind alles Sachen, die unserem Körper einfach gut tun. Ja, bei American Airlines wirst du dann sofort geteasert, aber bei den deutschen Airlines könntest du ungefesselt aus der Situation kommen.
Ja, aber du, ich glaube, das ist so wichtig, auch diese Message an, du hast ja auch einen Podcast für Frauen gerade gelauncht, ne? Ja, ja. Und ich coache ja sehr, sehr viele Frauen und ich sage halt immer, in dir ist halt nicht nur Bambi, sondern auch die Amazonas-Frau. Und die Mischung aus diesen Welten, die ist halt so geil, ne? Perfekt. Und in dem Moment, wo du das gerade machst, diese Grimasse oder dieses Lautschreien oder auch mal die männliche Energie rauszuholen, dieses vollste Ballen, dann kommt halt eine andere Energie und die Mischung dieser beiden Welten, die ist ja magisch. Absolut. Ja. Absolut. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Also in den Online-Kurs, da hast du gesagt, kriegt die bewohnerfreie Community auch noch einen Rabatt drauf. Ne? Warte. Der Online-Kurs ist tatsächlich ein Kurs, wenn jemand so sagt, ich möchte gerne mal erfahren, wie das ist, mehr Kontakt mit meinem Körper zu haben und diese emotionalen Wellen einfach anders in mir handhaben zu können und nicht immer das Gefühl zu haben, ich fress alles in mich rein. Ja. Und so ein Gefühl dafür zu kriegen, was Embodiment ist. Das ist ein richtig schöner Startkurs. Beloved Body heißt der, ne? Beloved Body, genau, ja. Body, wenn dann schon American Style. ja. Und du warst so großzügig, 50% darauf zu geben und das gibt's in den Shownotes. Super. Was ist dein Lieblingseinfalltor bei den Social-Media-Kanälen? Also für diejenigen, die jetzt gerade irgendwo Auto fahren und sagen, ah, das muss ich mir mal eben merken, einfach deinen Namen eingeben, aber wo kommunizierst du am liebsten? Über was? Ich kommuniziere entweder über Facebook oder über E-Mail, geht beides. Instagram auch, oder? Instagram noch nicht, nein. Nee. Aber über Facebook, okay, alles genau, klar. Perfekt. Dann, also ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend, vor allem, ich habe viel gelernt und du bist wirklich für viele eine riesen Inspiration, wo ich weiß, dass das in denen steckt. Ja. Und es, wenn ich ehrlich bin, ist es fast bei jeder, nur dieses Herausbrechen und sich selber mitnehmen, das habe ich mir wirklich hier rein programmiert gerade, das ist für viele der größte Schritt. Ja, total. Sich erlauben, so zu sein, wie ich bin. In allen Schatten, in allem Licht. Ja, ja, ja. Und dass man dann eben auch noch am Ende zur Rampensau werden kann, das ist ja genial. Das macht Spaß, ja. Ja, das merke ich. Das nehme ich dir alles 100% ab. Machen wir am Ende noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Geld ist? Eine feine Sache. Ja, das stimmt, sagte Waldorfschülerin. Ja, ich musste immer alles selber basteln, jetzt kann ich mir auch mal was kaufen. Ne? Ja. Das bei meinem ersten Waldorf-Erlebnis, ich finde es ja so toll, dass die alles selber machen. Ne? Und gab es dann einen St. Martinszug und da hatte ein Kind ein elektrisches Licht und die anderen hatten halt alle eine Kerze. Ja. Hättest du mal sehen müssen, wie die das Kind angeguckt haben. Und gesagt, du bist noch nicht so lange hier, da muss man selber basteln. Ist eine feine Sache mit dem Geld, hilft aber bei Waldorf nicht. Persönlich wachse ich, indem ich mich mitnehme mit all dem, was mich ausmacht. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Der wichtigste Satz. Also einer der wichtigsten Sätze ist, und das ist auch mittlerweile eins meiner Lieblingszitate, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Sehr schön. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren. Oh. Jetzt habe ich sie. Da fällt mir gerade gar nichts so ein. Aber was glaubst du? Rosarote Brille, schwarze Brille, bei all dem, was wir erleben. Ich meine, wir können es jetzt auch die Katze aus dem Sack lassen. Wir nehmen das hier mitten in der Corona-Krise auf. Und das werden Leute wahrscheinlich auch 2-3 Jahre später hören, im Jahr 2022, 2023. Wo sind wir? Der deutschsprachige Raum wird mit Klarheit und mit, ich sag mal, mit einem freundlichen Kämpfergeist, die Wahrheit ans Licht bringen und auch, ich sag mal, was politisch, demokratisch für sich einstehen. Schön. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Ui. Ah, ich glaube, ich nehme mal den Platz tatsächlich, der mich vom Herzen am meisten berührt, wo ich jetzt auch fast mein Frauenseminar gemacht hätte, nämlich Ibiza. Das höre ich so oft. Ich war ja noch nie auf Ibiza, noch nie. Ah, aber ich höre so oft, da soll die Energie so toll sein, ne?
Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Aber ja, es ist jetzt muss ich wirklich mal hin. Du bist, glaube ich, jetzt die 10., die sagt mal nach Ibiza. Und ich glaube, ich muss mich nach Ibiza mal selber mit hinnehmen. Ne? Das habe ich ja jetzt gelernt. Ja, ja. Und meine letzte Frage, wenn ich als alte Frau eines Tages unter einem Baum sitze, werde ich jungen Menschen sagen, dass? Das ist das Wichtigste, ist, einen guten Weg zu der eigenen Wahrnehmung wieder zu erlangen als Erwachsene, was man vielleicht als Kind noch hatte und verlernt hat. Und mit diesen Qualitäten, die dich so authentisch machen und die dich so einzigartig, berührbar und besonders machen, mit diesen Dingen wirklich stolz und leuchtend in die Welt zu gehen und keine Marionette zu sein. Voll schön. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit, danke für die Inspiration, danke für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, dass du da wirklich ganz viele Menschen mit inspirieren kannst, in ihre Kraft zu kommen. Und euch sage ich allen danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer, sei so lieb, gib uns eine Bewertung bei iTunes, wenn du es bei Spotify oder Gott weiß wo hörst, mach einen Screenshot, verlink uns darunter, wir freuen uns auf dein Feedback und wir hören uns alle in der nächsten Woche wieder. Danke für deine Zeit. Danke dir, Tobi.